Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Heute habe ich für euch Tagfahrlicht. Tagfahrlicht. S-Pass. Hat in der letzten Generation ja Hauptscheinwerfer bekommen mit integriertem Tagfahrlicht. Die habe ich hier bei einem Modell 2007 nachgerüstet. Allerdings ist es dann nur Standlicht. Das Tagfahrlicht kriege ich irgendwie nicht zum Laufen. Ich habe auch keine Lust, mir die Schaltpläne anzulesen. Ist ein schönes Standlicht jetzt. Ist für mich vollkommen okay. Tagfahrlicht habe ich hier unten in Form einer Philips-Lampe. Ich kann ja mal die Zündung einschalten. Wir müssen mal was sehen. So. Geht dann automatisch an. Oben habe ich immer noch das Standlicht. Wenn ich jetzt natürlich mein Ablitzlicht einschalte, dann dimmt das ab. Mache ich mal wieder aus. So, Auto komplett aus. Irgendwie, ja, dieses Tagfahrlicht ist irgendwie nicht das Tagfahrlicht, was man unbedingt haben möchte, weil es passt irgendwie nicht zur Fahrzeugfront. Und das möchte ich hiermit eigentlich ändern. Und zwar hätte ich am liebsten Tagfahrlicht anstelle der Nebelscheinwerfer, und zwar eine Kombinationslampe. Der absolute Traum, das ist eben halt mein Geschmack und mein Empfinden, wäre eine OS-Rahmen, und zwar die LED Driving Fog. Die ist aber auf 90 Grad und die kriegen wir da nicht rein montiert, weil diese Halterung, die standardmäßig auf der LED Driving Fog drauf ist, passt nicht für S-Pass. Abgesehen davon, sie hat hier Lampenglas, das ist abgeschrägt, also das passt nicht. Nur ist OS-Rahmen so schlau gewesen. Und das zeige ich euch mal. Und baut auf diese. Warte mal, ich muss das richtig rumhalten. Ich stehe vor der Kamera, also ein bisschen querdenken, das ist nicht so einfach. Hier ist das Mounting Bracket drauf. Das passt. Ist die Lampe immer noch gerade. Und wenn wir jetzt den davor setzen, dann ist das etwas, was hier nachher reinpasst. Finde ich richtig klasse, weil das Fog ist ja eine Kombinationslampe, das heißt Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht. Das Tagfahrlicht ist noch geschwungen, zieht das Auto schön unten in die Breite. Ich finde es unwahrscheinlich toll, Qualität ist absolut genial, will ich haben, muss rein. Das heißt, das hier, das fliegt raus, und das hier, das kommt da rein. Also, ich habe das hier mal auf dem Tisch aufgebaut, damit ich euch das zeigen kann. So. Da haben wir das. So kommt das LED Driving Fog. Regulär, 90 Grad Version, passt für Dacia Duster. Wer unseren Kanal verfolgt, der kann sie dementsprechend auch in den Fahrzeugen sehen. Und mit Mounting Kit sieht das Ganze dann so aus. Man braucht dieses, OSRAM nennt es LED Driving Fog NIS Mount. Das passt dann bei uns jetzt speziell erstmal für Renault, Clio 2, Clio 3, S-Pass 4, Koleos 1, Laguna 2, Laguna 2 Grand Tour, Master 4, Modus Velsatis. Okay, nehmen wir Fremdmarken. Opel, ganz einfach, Movano. Und Nissan kommt auch noch eine ganze Latte. Also ihr findet das im Internet, über OSRAM findet ihr die Produkte sowieso, und dann wisst ihr auch, wofür das alles passt, weil da gibt es auch eine Kompatibilitätsliste. Für diejenigen, die jetzt die Frage haben, passt das für mein Fahrzeug auch? Ist es die 90 Grad Version oder ist es die abgeschrägte Version? Das ist nämlich diese jetzt hier. Also muss man bei dieser das Mounting Kit abmachen, das NIS Mount da drauf bringen, dann das draufkleben, und dann hat man das.
Bei der neuen Generation von Tagfahrleuchten, die Osram jetzt erst kürzlich rausgebracht hat, das sind ja die LED Driving Fog PL, gibt es auch einen NIS-Mount. Und zwar ist das dann aus Kunststoff. Und das ist dann passend für die PL und passend für die F1. Das sind die LED-Nebelscheinwerfer von Osram. So. Hier breche ich jetzt erstmal ab, weil jetzt muss ich erstmal die Nase abschrauben von dem Wagen und das alles. Und dann zeige ich euch nachher, wie das eingebaut wird und wie es nachher ganz zum Schluss natürlich auch noch aussieht. Insofern, hier wird gleich ein Schnitt kommen und dann geht es später weiter. So, hier geht es dann weiter. Also, wir haben hier jetzt einen von den Kombileuchten LED Driving Fog drin im Stoßfänger. Das andere Tagfahrlicht, was ich hier umsitzen hatte, habe ich rausmontiert. Leider habe ich hier noch ein Loch. Ich besorge mir irgendwann nochmal eine neue Blende. So ist es ja nicht ganz so schlimm, weil man guckt hier von oben drauf. Sieht man nicht so. Das sind die Vorgänger. Sag ich jetzt mal nicht so. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. So, da haben wir hier das Bracket. Das ist der vorher drin war. Wie gesagt, in dieser abgeschrägten Version. Und das Gleiche machen wir jetzt mal auf dieser Seite. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Ich drehe mir mal den Bildschirm wieder rum. Und dann lasse ich euch daran teilhaben. Das heißt, zwei Schrauben muss ich rausnehmen, um den Nebelscheinwerfer zu entfernen. Das Problem ist ja auch immer das, wenn man etwas wirklich ordentlich und sauber und gut gemacht hat, dann hat man da hinterher so Schwierigkeiten, das Ganze wieder zurückzurüsten, weil das dann auch mit erhöhtem Aufwand. Also, Nebelscheinwerfer raus. Wenn wir jetzt, macht man zwar nicht in der Hose, die Hände abwaschen, weil sie sind nass. So vorsetzt, dann haben wir hier oben rundum Luft, sieht man, da kommt man mit dem Finger durch. Das wollen wir so nicht und deswegen muss ja auch dieser Rahmen jetzt noch drauf gesetzt werden. Dieser Rahmen hat Markierungsstellen und zwar hier in Form eines Strichs. Und wenn wir mal auf die Lampe rauf gucken, ich hoffe, sie kommt so scharf, haben wir hier an der Ecke, da wo der Finger ist, da ist die Markierung. So, aufpassen, die dürfen auch nicht falsch rum sein, ne? So kommt das dann drauf. Man muss natürlich den Kleber abziehen. 3M steht drauf. Also nur Qualität. Das ist manchmal nicht ganz so vorteilhaft, wenn man gepflegte Hände hat und sich die Fingernägel ordentlich geschnitten hat, weil das ist dann nicht so einfach abzuziehen. So, jetzt gilt es. Aufpassen. Markierung muss stimmen, weil wenn es drauf sitzt, dann hält es. So, also Lampe ist geklebt, ist fest. Jetzt kann man das auch gut sehen. So, und den schraube ich jetzt da rein. Hier einmal andrehen. Das ist doof, ich bin Rechtshänder und muss jetzt nach links rüber arbeiten, damit ihr das besser sehen könnt. Also wenn das teilweise ein bisschen ungeschickt aussieht, dann seht mir das bitte nach. Weil ich arbeite mir sozusagen jetzt auch ein bisschen über die Hände. Würde gerne wegnehmen, damit ihr mehr sehen könnt, aber geht nicht. So, fest. Und andere Seite. Auch fest. Jetzt können wir wieder rumgehen und uns das Ganze anschauen. Ich drehe mir mal wieder den Bildschirm, damit ich das auch sehe. Da sitzt sie dann schön sauber drin. Hier ist zwar eine Kante, aber da muss man vielleicht mal öfters drauf achten. Sauber machen, nicht das Thema. So weit, so gut, mir gefällt's.
Okay. Hier mache ich nochmal wieder einen Schnitt und dann geht das gleich weiter. So, damit wären wir dann auch fertig und zwar mit dem Einbau. Den Einbau komplett wollte ich nicht zeigen, das hätte das Video unnötig in Länge gezogen. Also wir haben die Osram LED Driving Fog verbaut. Wir haben die Kurvenlichtfunktion nicht aufgeklemmt, sondern Tagfahrlicht auf Dänemark-Modus sozusagen. Ich mache mal kurz die Zündung an, dann könnt ihr das sehen. So, das ist das Tagfahrlicht, unwahrscheinlich hell. Die Kamera kriegt das nämlich nicht hin, das Tagfahrlicht irgendwo einzufangen. Ich werde dann nochmal umschalten auf. Na, so, Tagfahrlicht an, Standlicht an. Jetzt müsste eigentlich das Tagfahrlicht ausgehen. Wir wohnen relativ dicht bei Dänemark. In Dänemark ist Tagfahrlicht in Verbindung mit dem Rücklichter in Pflicht. Und von daher klemme ich es für mich, das ist nämlich mein Auto, so an, dass ich mit Tagfahrlicht in Verbindung mit den Rückleuchten fahren kann. Und wenn es abendlich angeht, dann geht das Tagfahrlicht aus. Und wenn ich die Nebelscheinwerfer brauche, mache ich die Nebelscheinwerfer an. Nebelscheinwerfer aus, Standlichtfunktion an, Tagfahrlicht an, alle Lampen aus, nur noch das Tagfahrlicht an. Und ganz aus. So. Ich finde das richtig gut, freue mich unwahrscheinlich, weil habe ich lange darauf gewartet. Das andere sah irgendwie deplatziert aus, von daher hoffe ich natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.